Hallo an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Episode eines neuen Let's Plays, und zwar zurück bei City Skylines. Ja, ich fange jetzt also offiziell das Let's Play an. Und dafür habe ich mir ja letztes Mal von euch einige Ideen geholt, wie ich das Ganze gestalten werde. Und zwar werde ich das jetzt ungefähr für eine halbe Stunde aufnehmen. Und dann gucke ich mal so, was ich so reinschneiden kann. Ich habe es auf jeden Fall erstmal so gemacht, dass ich mit Geld spielen werde, weil ich so das Gefühl habe, dass wenn man nicht alles freigeschaltet hat und mit unendlichem Geld spielt, dass man das dann ein bisschen, ja, dass es dann ein bisschen unterfordernd sein kann. Deshalb mache ich das hier erstmal mit Geld, das eingeschaltet ist. Also habe ich mir noch den Traffic President Mod runtergeholt, weil der mir noch empfohlen wurde. Sonst habe ich erstmal alles so gelassen. Die Map hier müsste The Great Plan heißen. Die ist im Steam Workshop für alle, die sich die holen wollen. Und ja, die hat hier auch dann auch schon mal eine schöne Autobahnverbindung, die er benutzen kann. Hier vorne scheint es fruchtbares Land zu geben. Das sind City Skylines, nämlich meistens gelb. Und ja, da werde ich mal sehen, wie ich hier das Ganze gestalten werde. Ich glaube, ich werde mich zuerst hier drüben ansiedeln, weil hier auch das Wasser ist und ich irgendwie ja Wasser herholen muss. Deshalb werde ich wahrscheinlich zuerst mal diese Grenze hier benutzen. Also muss ich eine Straße irgendwo hinsetzen. Zack, dadurch Einbahnstraßen frei bekomme oder freigeschaltet bekomme, denn die will ich lieber benutzen. So, was will ich hier nämlich machen? Wenn möglich, einen Kreisverkehr. So, und wenn ich jetzt hier einen Kreisverkehr setze, heißt es dann, dass ich fürs Erste diese Bahn hier nicht als Autobahn weiter benutzen werde. Und die Autobahn irgendwie da lang erweitere. Okay, dann gucken wir uns ungefähr in der Mitte an. Ich glaube, der Baum ist hier ganz gut. Da brauche ich jetzt hier das gebogene Straße-Tool. Da würde ich hier gerne eine Einheit gehen. Also das sind diese Hilfslinien, die man hier sieht. Und dann ein Motor. So, das Ganze machen wir jetzt hier unten nochmal. So, haben wir jetzt eine Art Kreisverkehr, auf den wir erstmal bauen werden. Ich brauche das hier nur, um später dann den Verkehr ein bisschen besser zu regeln. Das merkt man später. Gut. Ach ja, und über Mods habe ich mir hier auch recht viele Gegenstände geholt, die man so gebrauchen könnte. Nur so, dass ich es mal gesagt habe. So, wie wollen wir das Wasser regeln? Hier in City Skylines sieht man hier schon, dass es hier diese Pfeile gibt, die zeigen Wasserströmung an. Und das spielt eine wichtige Rolle, vor allem deshalb, weil man zum Beispiel nicht das Abwasser quasi flussaufwärts haben will und dann flussabwärts dann das Wasser pumpen will. Dann pumpt man nämlich das Abwasser ab, es fließt weiter und man pumpt es wieder rein. Deshalb müssen wir hier gucken, dass wir mit der Strömung vernünftig spielen können. Das hier ist auch erstmal ein bisschen schwierig. Ich muss hier wirklich ganz bis zum Ende gehen, weil ich Angst habe, dass da sonst das Abwasser reinkommt. Naja. Dann verbinden wir hier das Ganze auch mal. Erstmal miteinander. Ich weiß noch nicht, wo später hier Häuser stehen werden. Also ist es so eine Sache. So, dann gucken wir uns mal Wind an. Ich habe mich hier auch offshore Wind. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Windräder geholt. Ah, heute wird's nicht mehr gut. So, die könnten wir benutzen. Ah, da ist absolut kein Wind. Also vergessen wir die Offshore-Windräder. Wir könnten ja auch das Kohlekraftwerk benutzen. Das braucht gar keinen Wind. Aber ich bin persönlich jemand, der gerne Wind benutzt. Ja, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist es eigentlich hier in die Mitte zu setzen, aber dann bauen wir irgendwie hinten. Das bringt dann nicht viel. Oder, was wir machen könnten, wäre hier die Industrie hinzubauen, dann haben wir so eine Forstwirtschaft. Das wäre auch interessant. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Autobahn da lang weiterläuft, also setze ich hier mal erstmal zwei Windturbinen hin und drehe davon erstmal das Geld ab. Denn ich habe noch keine Häuser und das bringt mir erstmal überhaupt nichts, wenn ich praktisch für Leute Strom produziere, die noch nicht da sind. Das wird später wichtig, das müsst ihr gerade noch nicht verstehen.
So. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob ich jetzt, wo ich hier anfange, nach Rasta gehen soll. Denn das ist natürlich die viel einfachere Methode, eine Stadt aufzubauen. Ich kann ja nicht nach Rasta gehen. Und dann darauf eine Stadt aufbauen, die dann perfekt den Platz ausnutzt. Das ist nicht so toll. Das sieht auch nicht so toll aus, aber es ist produktiv. Also, weiß man nicht so, wie ich das machen soll. Ah, ich glaube, ich fange erstmal damit an. Und guck mal, wie es wird. Vielleicht können wir es ja noch dekorieren, wer weiß. Aber damit es nicht zu öde aussieht, hier ein paar Straßen reinsetzen. So. Da hätte ich dann hier schon mal ein paar Straßen gelegt. Da können wir auch, glaube ich, auch Leute einziehen lassen. Am besten mache ich es mal hier hinten. Damit ich hier vorne zum Beispiel ein bisschen Gewerbe haben kann. Also da, wo so die Leute ganz vorbeifahren. Da kann man, glaube ich, ein bisschen Gewerbe anbauen. Vielleicht, wer weiß. Obwohl, sollte ich an die Straße hier Gewerbe hinbauen? Das würde Verkehr bringen, aber ich glaube, da kümmere ich mich jetzt noch nicht so sehr drum. So, dann habe ich hier vorne das Stück Gewerbe. Den Rest packe ich dann erstmal mit Wohnvierteln voll. Damit hier erstmal ein paar Leute einziehen können. Blablabla, ich kann nicht reden. So, so. Das heißt dann auch, dass wir den Strom hier dann erstmal damit verbinden müssen, weil Pumpen anscheinend Strom brauchen. Und ich will nicht extra hier eine Windmühle aufstellen. Ach, das ist keine Windmühle. Kein Windrad aufstellen, weil es nicht so viel bringt. Deshalb habe ich mir was runtergeladen. Das heißt Electricity Substation. Das produziert anscheinend Strom, aber eigentlich der richtige Nutzen davon ist, dass es Strom weiterleitet. Obwohl, das eigentlich hier jetzt nicht so schlau war. Eigentlich ist es besser, wenn ich das Ganze hier hinten einfach aufstelle. So ungefähr, keine Ahnung, hier. Und dann mit Leitungen das Ganze rüberleite. Hier einfach Strom anführen kann. Naja, gut. Ich glaube, das sollte es gleich auch gewesen sein mit, wie soll ich sagen, Stadtplanung. Ich meine, es gibt noch keine Stadt und jetzt müssen wir hier extrem lange Rohre vorlegen. Das schlägt aufs Budget. Aber das gehört dazu. Okay. Ich glaube, jetzt können wir die Stadt auch mal laufen lassen. Und uns das Ganze mal ansehen. Okay. Oh, hoho. Die ersten Leute ziehen ein. Die ersten Leute ziehen ein. Die ersten Leute ziehen ein. Blick. Aha, Screenshot gemacht. Jetzt habe ich ein Thumbnail. Cool. So. Soll ich hier wieder rausgehen? So, das war der Emotion. Ja, First Person Camera. Okay, das war das. Ich glaube, ich kann jetzt mal hier Traffic President benutzen. Weil ich Vorfahrt stelle. Hier vorne. Nein. Da. Nein? Da. Guck mal. Okay, mal so eine andere Frage. Warum habe ich den Kreisverkehr hier falsch rumgesetzt? Oh mein Gott, ich bin schlecht. Ja, für gewöhnlich ist so ein Kreisverkehr besser, wenn er irgendwie, Gegenwurzsagersinn läuft. Hier in dem Fall, weil dann fahren die zuerst raus und fahren dann später erst rein. Und ich bin so extrem an Trottel und habe das Ganze falsch rumgebaut. So, die hier stoppen natürlich und die hier haben Vorfahrt. Das ist doch klar. Hier gibt es nur einen Ort. Es müsste eigentlich immer sein, dass die reinkommen müssen immer stoppen. So war das, ne? Ja. Das haben wir auch mal hier. Ich will mal, dass die hier Vorfahrt haben und dass die Vorfahrt gewähren lassen müssen, aber nicht stoppen müssen. Ich meine, komm schon, was soll hier schon passieren? Wir sind noch ein Kleinstadt. Und wir sind extreme Minus, ich brauche Industrie.
Ja, dafür starten wir euch erstmal hier. Nein, ja. So, das Ganze erstmal auf niedrig. Und ich wollte Industria hier drüben ansiedeln. Also, ja, gucken wir mal, wie das wird. Ich glaube, was ich auch hier so sagen kann, ist, dass ich höchstwahrscheinlich bei der Industrie erst recht im Raster bauen werde, weil Industrie möglich ja so effizient wie möglich sein sollte. Wer will schon eine Industrie haben, die nicht effizient ist? So, dann kommt die Industrie hin. Und dann haben die Leute gerade keine Plätze zum... Okay, doch, sie haben Plätze zum Arbeiten. Das nennt sich Gewerbe. Aber ist nicht so das, was ich haben will. Haben die Wasser? Nein, haben sie nicht. Oh, oh, doch, so halb. Oh, Abwasserleitung funktioniert nicht. Ja, gut. So, jetzt haben sie Abwasserleitung. So, jetzt habe ich offiziell kein Geld mehr. Jetzt muss ich sparen. Deutlichst. Gucken wir mal, Strom ist da. Ich glaube, in der City Wilds Watch, die ich da oben habe, ist Strom da. Er kann definitiv Wasser unterschrauben. Davon produziere ich gerade zu viel. Okay. Ja, das so fängt eine Stadt an. Okay, dann lassen wir die Stadt mal laufen. Gucken mal, wie das funktioniert. Sie müssten Strom haben, weil sie ja hierüber verbunden werden. Ach, diese Substation ist super. Jetzt ist aber nur so, dass die Leute hierüber ja fahren müssen. Funktioniert sogar ganz gut bisher. Scheint keine Verkehrsprobleme zu haben. Ah, das ist doch gut. Traffic President, Verkehrsschilder. Ich glaube, ich werde mal hier später diese ganzen Funktionen mal richtig benutzen. Aber momentan noch nicht. Momentan bin ich noch zu eingeschränkt. Also, ja, lassen wir es erstmal. Okay. Es ziehen Leute ein. Und hey, wir machen Plus. Oh, mir fällt gerade irgendwie auf, dass hier das Verkehrssystem so ganz, ganz schön ist. Oh. Ist gar nicht mehr so schlecht. Cool. Ich gehe mal aus meiner Verkehrsansicht raus. Und hey, es wird Tag. Und es scheint zu regnen. Hey, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Oh, die brauchen Arbeiter. Ja gut, ich habe Wohnplatz aus markiert. Okay, die besetzen schon praktisch alles. Ich brauche mehr Wohnraum. Ja gut, ich glaube, so könnte das funktionieren. Ich könnte hier Gewerbe ansiedeln. Und hey! 550 Einwohner. Ah, mir gehen schon die Worte aus. Ja gut, setzen wir ein paar Bausteine. Ah ja, hier, Bildung sieht man auch schon, dass ich ein paar Mods geholt habe. Also es sind keine Mods, es sind Gebäude. Aber nur um quasi was anderes mal zu haben. Okay, ich nutze es einfach mal aus, dass hier keine Familie wohnt, obwohl es natürlich eng ist. Besser an die Hauptstraße. Ich will nämlich, wenn möglich, dass alle davon irgendwie was kriegen. Und mein Gebiet ist riesig, deshalb. Ja, setzen wir mal an die Hauptstraße, dann sollten vielleicht alle was davon mitbekommen. Jetzt, was ist wichtiger? Müll oder Gesundheit? So wie Gesundheit hier funktioniert, ist Müll, glaube ich, wichtiger. Oh, Strom, 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 Strom. Bevor ich was Neues baue, habe ich alles gelernt. Erstmal das Geld hochdrehen. Dann kriege ich mal Strom. So, jetzt kann ich erstmal weiter mich darüber entscheiden, was ich haben will. Ich habe auch diese Mods, die
praktisch dafür sorgen, dass ich keine Mülldeponie bauen muss. Aber davon sind sie teuer, wie sonst was. 15.000. 30.000. Also, das hier ist gut. Das ist gut. Das Recycling Center. Praktisch so wie, irgend sowas, was man damals in SimCity hatte. Sollte nicht das hier mit SimCity vergleichen, aber, ja. Ich will eigentlich, wenn möglich, verhindern, dass ich Mülldeponien baue, weil man die dann später wieder ausleeren muss und das alles dazu kommt, das ist, das wird später ein bisschen komisch. Also nicht komisch, nur ein bisschen komplizierter. Deshalb versuche ich es mir einfach zu machen. Na gut. Wir scheinen auch noch genug Geld für Gesundheit zu haben. Deshalb. Ja. Tada. Sieht doch schon viel besser aus. Puh. Unser kleines Städtchen, was noch keinen Namen hat. Momentan heißt es Lakefield, weil Lakefield hier so. Der Name war, hey. Was haben wir denn? Da. So, Lakefield. KK. Okay, ja, wir brauchen einen Namen. Hm, wir haben Müllprobleme? Kommt die Müllabfuhr nicht vorbei? Ah, doch, hier, ja, ja, hier, hier, hey. Müllansicht. So, dann sehe ich hier nur die Wagen und das ist viel besser. Okay, die holen sich auf jeden Fall schon mal Sachen. Das ist nochmal gut. Was kann man hier noch gucken? Ich kann schon mal planen, wo die Industrie hin soll. Nee, das zeigt das nicht an. Ich brauche diese Ansicht. Ja, schade. Exportieren gar nichts. Ich exportiere nicht. Lärm, 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 Lärm. Okay, okay, okay. Bodenverschmutzung da drüben. Ja, gut. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Problem. Gesundheit, Strom. Ist wieder ein Problem. Eieiei. Ich muss demnächst also mal wieder nachdenken, mehr Stromquellen zu setzen. Wasser wird langsam auch heikel. Ich weiß, dass Müll zu hoch ist. Ja, die beiden lasse ich erstmal so. Ich will, wenn möglich, Medizin und Schule und Bildung nicht berühren. Das sieht auch schon besser aus. Vielleicht können wir hier drüben noch ein bisschen expandieren. Ach ja, mir fällt gerade auf, dass wenn ich später hier diese Straße hier upgrade, dass ich dann Probleme bekomme, weil dann hier das meiste geschreddert wird. Das ist nicht gut. Vielleicht mache ich das auch mal jetzt. Dafür stoppe ich am besten mal das Spiel, weil ich dafür ein bisschen was machen muss. Okay, da wären wir dann zurück. Mit der neuen Hauptstraße. Hey, das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt will ich mal wieder weiter Schilder setzen. Aha, Vorfahrt. Hier drüben auch. Ups. So. Und das gleiche gilt dann auch hier drüben. Die haben Vorfahrt. Egal, was passiert. So. Hätte ich auch ein paar Schilder. Ach, komm schon, wieso was? Ich lass hier mal. Nein, 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 die soll nicht so lange fahren. Hast du in der Stadt erlaubt? Ja, ich erlaube mal 60. Auf der Straße auf jeden Fall. Ich habe schon wieder keinen Strom. Halt mal. Also, nicht anhalten. Ich werde mir ein Darlehen nehmen, um eine weitere Stromquelle aufzusetzen. Damit ich nicht immer weiter mein Budget hochschrauben muss. So. Sieht gut aus. Nein, hier so wirklich. Puh. Obwohl es wäre, dass immer Strom brauche ich auch. Noch eins, noch eins. Noch eins. Komm schon. So. Ach, guck mal, auf einmal ist dann meine Stromproduktion wieder hoch, was heißt, dass ich das Budget wieder runterdrehen kann. Oh, das sieht super aus. Das sieht super aus. Oh.
definitiv Screenshot-würdig. Na gut. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich scheine voll besetzt zu sein. Huh. Das ist doch mal was Gutes. Stufenanstieg eines Gebäudes. Oh yeah. Oh yeah, take that. So, definitiv man kann das hier hinten, das Ganze noch erweitern. Sonst denke ich irgendwie nicht, dass ich hier irgendwas habe. Oh, was ich noch machen muss? Ist das gleiche hier drüben. Jetzt auf die andere Seite hin. Und zwar so, dass ich da noch eine Straße sitzen kann. Machen wir es ein bisschen großzügiger hier. So, wir haben eine extreme Nachfrage nach Wohnraum. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das war's erstmal mit der ersten Folge von City Skylines. Lasst mich wissen, ob euch diese Folge gefallen hat und was ihr quasi mir als Verbesserungsvorschläge geben könntet. Ja, es kann sein, dass es ein bisschen eigenartig wirkt, weil ich das Spiel ein bisschen öfter gespielt habe, aber lasst mich am besten wissen, dann kann ich auch besser darauf eingehen. Und ja, falls euch das hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls euch das wirklich gefallen hat, dann lasst eure Freunde wissen. Und lasst sie nicht mal los. Oder so ähnlich. Und ja, dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.